Was ist überhaupt eine Blockade bei uns Menschen selbst im Gehirn? So, und die Technik, mit der ich das beschrieben habe, ist ganz Einfaches, ist eine Synthese. Das heißt, eine Synthese aus verschiedenen Wissenschaften. So, das ist das Credo, wie man dazu gekommen ist. Nämlich, wenn Sie mit einem Psychologen sprechen, dann sagt er Ihnen, Blockade, ganz klar, haben ganz viele Leute, muss ich jeden Tag behandeln, und manche haben sogar ein Trauma. Wenn Sie zum Neurowissenschaftler gehen und sagen, ja, was ist denn eine Blockade, dann hat er mir gesagt, hast du einen Knall? Gibt's doch gar nicht. Der normale Fall ist so, evolutionär gesehen, Sie kommen in eine Gefahr und entwickeln das normale Gefühl unblockiert Angst. Was passiert dann? Hormone werden ausgesendet, Adrenalin ausgeschüttet, das heißt, die Pupillen erweitern sich, die Atmung geht schneller, die Augen erweitern sich, die Muskeln spannen sich an, die Verdauung wird ausgesetzt. Ja, da passieren ganz viele Dinge, nur damit Sie binnen der nächsten Sekunden eine Entscheidung fällen. Und die heißt, draufhauen oder wegrennen. Herr Lange, welche Relevanz Ihrer Ansätze sehen Sie für das Krankenhaus? Die Relevanz ist die gleiche wie für ein Unternehmen. Blockadehaltung im Unternehmen löst die gleichen Probleme aus wie blockierte Entscheider. Und da spielt es keine Rolle, ob wir im Krankenhaus oder in einem Unternehmen sind. Was verstehen Sie unter blockiertem Bewusstsein? Was sind Matrixkulturen? Die Matrixkultur ist quasi der Spiegel von vielen blockierten Gehirnen. Und ein einzelnes Gehirn, / Bewusstsein, ist dann blockiert, wenn es sich quasi aus Identifikationen, Status, Reichtum, Amt, Position, Macht im Kreuz, Matrix, mit Blockaden sich eine eigene Virtualität im Gehirn aufbaut. Das heißt, die Identifikationen werden mit Blockaden abgesichert. Und dann befinde ich mich im nicht freien Denken. Wie lösen wir Blockaden? Zuerst müssen wir die Auslöser reduzieren. Das heißt, im ersten Schritt geht man hin bei einem System, dass man vielleicht einen Systemwechsel anstrebt, was die Menschen, die dort arbeiten, nicht mehr blockiert. Persönlich gesehen ist es genauso. Das heißt, über eine Symptomerkennung reduzieren wir erstmal die Auslöser. Weil wenn wir noch blockiert sind durch die Auslöser, kann man auch nicht arbeiten. Also man kann nicht mit dem Menschen arbeiten und man kann auch nicht mit dem System arbeiten. Das heißt, erster Schritt, die Auslöser müssen weg. Das heißt, der zweite Schritt ist, wir arbeiten dann an den Ursachen. Das heißt, wir müssen die Ursache erkennen von einer Blockade und machen dann eine Arbeit, dass man an der Blockade selbst arbeitet. Das heißt, man baut quasi die Steine, aus denen eine Blockade besteht, sukzessive ab. Beschreiben Sie die Methoden einer Mentalsynthese. Also die Mentalsynthese ist ja quasi die Methode zum Deblockieren von Systemen oder von Menschen. Und es ist aber eben nicht nur eine Methode zum Deblockieren, sondern es ist auch eine Methode, mit der die Mentalsynthese selbst entstanden ist. Sie ist also Toolset und Methode. Ein Beispiel ist eben das Schaffen von Transfererkenntnissen. Also die Erkenntnislücke in der einen Disziplin schließen wir mit dem Wissen von einer anderen Disziplin. Das heißt, wenn wir zwei Systeme miteinander arbeiten lassen oder zwei Disziplinen oder zwei Wissenschaften, dann können die eine Erkenntnislücke gemeinsam schließen. So, und das schafft Wissenstransfer. Und aus diesem Wissenstransfer ist eben die Mentalsynthese entstanden. Was muss getan werden, um sich im freien Markt zu behaupten? Die Frage stellt sich fast gar nicht, weil wir befinden uns hier quasi im Gesundheitssystem nicht in einem freien Markt. Das heißt, den freien Markt zu behaupten oder den freien Markt zu beherrschen oder den freien Markt wettbewerbsfähig zu sein, geht ja nur dann, wenn es sich tatsächlich um einen freien Wettbewerb handelt. Die Frage, die sich dann stellt, ist, brauchen wir überhaupt einen vollkommen freien Wettbewerb in einem Gesundheitssystem? Können wir uns den überhaupt sozial leisten? Das heißt, nehmen wir das Beispiel Banken. Eine deregulierte Bankenwelt schadet der Gemeinschaft. Und so könnte man auch daraus schließen, dass ein vollkommen deregulierter Markt im Gesundheitswesen eher die sozial Schwächeren schaden werden und deswegen wahrscheinlich nicht anzustreben ist. Wenn wir dann aber eine regulierte Welt brauchen, dann haben wir eine andere Form von Wettbewerb. Und dann stellt sich eben die Frage, brauchen wir tatsächlich 100 Kassen, die miteinander konkurrieren und quasi um den Patienten werben für Geld, nur damit der Patient zwischen zwei Kassen wechselt, die aber das gleiche Angebot haben. Das gibt eigentlich keinen Sinn. Da wird Geld quasi für Werbung ausgegeben, statt dass man ins kurzfristigere Termine investiert. Woran erkenne ich, dass ich blockiert bin? Es gibt da zwei Gegenüberstellungen. Das einmal, woran erkennen wir einen blockierten Menschen?
Da gibt es einfach gewisse Verhaltensmuster, die ich mal aufgelistet habe, an denen wir typisches blockiertes Verhalten erkennen. Und wir erkennen es auch an diesen sogenannten Schnellschüssen, dass man von der Frage bis zur Antwort blitzschnell antwortet. Das ist dann oft gar nicht freies Denken, was da im Hintergrund abgespult hat, sondern da war eine Blockade, was einen fest hinterlegten Antwortsatz sofort abgespult hat. Bei einem System haben wir da zwei Möglichkeiten. Auch Systeme haben Symptome, die auf blockiertes Verhalten schließen lassen. Und da gibt es eben eine Merkmalsliste, die man dann abfragen kann, wenn man ein System untersucht. Das heißt, die geht man Punkt für Punkt durch und checkt, befindet sich unser System in dem und dem Zustand. Wenn mehr als die Hälfte dieser Kriterien eintreffen, kann man davon ausgehen, dass sich ein System in einem blockierten Zustand befindet.